Hi, ich bin Marlene und melde mich heute live aus unserem Tonstudio. Ich bin gerade dabei, ein paar Sachen auszuprobieren und aufzunehmen, unter anderem für dieses Video hier. Ich habe im April ein Praktikum am Stadtmedienzentrum angefangen und arbeite auch in der Computerspielschule mit. Bis jetzt macht es super viel Spaß und ich bin voll gespannt auf alles, was noch so auf mich zukommen wird. Leider ist es ja gerade so, dass wir nicht so oft hier vor Ort sind und viel von daheim aus arbeiten. Und auch sonst bin ich nicht mehr so oft unterwegs wie sonst. Was aber manchmal auch gar nicht so schlimm ist, denn man hat viel mehr Zeit zum Spiele ausprobieren und zocken. In den letzten Wochen bin ich auf ein richtig, richtig spannendes Game gestoßen, das wirklich zu meinen Lieblingsspielen während der Corona-Zeit geworden ist. Und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Das Spiel heißt Valheim. Valheim ist ein im Februar 2021 erschienenes Open-World-Survival- und Erkundungsspiel, das in einer von der nordischen Mythologie und Kultur inspirierten Fantasy-Welt, der Welt von Valheim, spielt. Diese wird von Kreaturen des Chaos und uralten Feinden der nordischen Götter geplagt. Der Spieler hat die Aufgabe, dem Göttervater Odin zu helfen, dessen uralte Rivalen zu besiegen und Ordnung nach Valheim zu bringen. Am Anfang erstellt man einen Charakter. Dabei kann man Geschlecht, Haar- und Hautfarbe sowie die Frisur selber auswählen. Die Map von Valheim ist nicht fest, sondern wird beim Erstellen einer Welt neu erschaffen, ähnlich wie bei Minecraft. Du kannst es dem Zufall überlassen, wo du am Anfang spawnst, oder auch einen vorgegebenen Seed eingeben, der angibt, an welchen Stellen Insel und Biome erscheinen und festlegt, wo welche Ressourcen, Gegner und Bosse platziert sind. Danach geht es auch schon los. Der Charakter landet in der Welt und kämpft von nun an ums Überleben. Gespielt wird das Ganze in einer Third Person bzw. Vogelperspektive. Er sammelt Ressourcen, wie am Anfang Holz und Steine, um sich damit Ausrüstung herzustellen und sich gegen Feinde zur Wehr setzen zu können. Die Spielwelt beinhaltet verschiedene Biome, in welchen der Spieler auf zunehmend stärkere Bossgegner trifft, die er beschwören und besiegen kann. Es steht dem Spieler aber frei, ob und wann er die Bosse bekämpfen möchte. Er kann sich auch eigene Ziele setzen, wie zum Beispiel ein Eigenheim zu bauen, auf der ewig weiten Map herumzusegeln und neue Orte zu entdecken. Der Charakter hat bestimmte Fähigkeiten, die sich mit der Zeit verbessern. Baut der Spieler beispielsweise viel Stein ab, steigert er automatisch seine Fähigkeit und verrichtet diese in Zukunft effektiver. Das Bausystem des Games ermöglicht es, dem Spieler aus vorgefertigten Elementen eigene Strukturen und Gebäude zu bauen. Außerdem kann er ein Floß und auch größere Schiffe bauen, um die Welt über das Wasser zu erkunden. Man kann bereits besuchte Orte durch Portale verbinden, um sich schneller in der Spielwelt zu bewegen. Der Spieler kann auch verschiedene Wildtiere zähmen, angeln gehen oder auch Ackerbau betreiben. Valheim lässt sich neben dem Einzelspielermodus auch im Mehrspielermodus spielen. Bis zu 10 Spieler können gemeinsam in einer Welt spielen. Das macht mega Spaß, weil man zusammen einfach schneller vorankommt, stärker ist und gemeinsam viel mehr erleben kann. Das Game begeistert mich vor allem durch sein waschechtes Wikinger-Feeling im Retro-Stil und dem sehr realistischen Gameplay. Man kann echt super viel erleben und die Möglichkeiten in der Welt von Valheim scheinen grenzenlos. So, das war's mit dem kurzen Einblick in mein Lieblingsgame. Ihr könnt es ja auch mal anspielen und mir dann berichten, wie es war, wenn die Computerspielschule wieder offiziell offen hat. Bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf. Liebe Grüße, Marlene.